Viele denken ja, Sport ist immer Abwechslung und immer Spaß. Und nee. Immer Spaß. Es ist null Spaß. Es ist immer wieder das Gleiche, damit man besser wird. Es ist halt nur Grinden. Es ist das Schlechte in einem Rollenspiel. Ja. Es ist nur das Schlechte. Man hat irgendwann die Ergebnisse, klar. Ich sag mal, wenn man Level 60 ist, hat man Ergebnisse. Bis dahin ist nur Grinden. Man hat keinen Spaß. Man hat nie Spaß. Ich habe das Gefühl, du motivierst gerade Leute nicht unbedingt Spaß zu machen. Hoch, da ist sie ja! Was geht? Hey. Na, ich mach mal so. Okay, gut. Cool, schön, dass du da bist. Ja. Ich hab gerade mich gefragt, ob du sagst, nee, du Trottel, ich bleib zu Hause. Scheiß drauf. Ich gemeint, so, ich schreib dir ja. Ah, nee, du, Kopf. Ich hab einen Minigolfplatz, also ich ja, und dann so vom Beach so ein Selfie. Ich muss, dass es hier so einen Park gibt. Irgendwie. Ah, wirklich? Geil. Das ist so geil. Als ich mit Wirt das Workout hatte, das war direkt neben seiner Wohnung. Hier gibt's einen Park. Ich so, Wirt, du wohnst hier. Das war direkt neben seiner Wohnung quasi. Witzig. Wie geht's dir denn heute generell? Also bist du fit? Weil du hast ja gestern auch sogar gefragt, sollte ich was essen? Und das interessiert bestimmt noch viele. Also, wenn ihr was gegessen habt, Chat, und die Leute, die mitmachen, dann bitte eine 1 in Chat, alle anderen eine 2. Ich zum Beispiel esse vom Sport eigentlich nichts, so wenn ich so vormittags, mittags trainiere. Aber auch, weil ich es gewohnt bin. Ja. Ich würde es niemandem raten. Wenn man es gewohnt ist, ist eine andere Sache. Aber wenn mich jemand fragt, soll ich was essen? Eigentlich ja. Ist was. Und ich habe dir ja gesagt, nicht direkt vom Sport, also mit zeitlichem Abstand und eine Kleinigkeit. Ne? Und kurz gucken. 1 Grad dabei. 3 Banane. Esse später. Muss vor dem Training was essen. Ja, die meisten sollten eigentlich vom Workout, vor der Bewegung irgendwie was essen. Wie hast du das jetzt gelöst? Ich habe jetzt nur eine Banane gegessen, das ist eine Stunde her. Ich werde auch immer sehr schnell satt. Ich wusste es halt nicht. Nur eine Banane ist natürlich eine Ansage, ne? Wenn du sagst. Das ist natürlich krass. Der Wind ist halt hart. Manchmal ist es windstill, manchmal ist es windig. So wie im Leben, Freunde. Manchmal ist es still, manchmal geht es halt ab. Ja, es tut mir leid, es ist halt nun mal heute sehr windig in Hamburg. Da kann ich nicht viel machen. Ich kann jetzt am Handy auch irgendwie nichts machen. Ich habe selbst diese Wind. Schutz fürs Handy, aber auch das hilft nichts. Also ich habe das so oft schon probiert, es hilft einfach nichts. Deswegen müssen wir klarkommen, dass wir heute ein bisschen Wind haben, aber ist ja okay. Weil wenn wir das Workout machen, kommt es ja auf die Übung an und nicht darauf, dass ihr jedes Wort hier irgendwie verstehen könnt. Ne? Ja. Geht. Also Chiara, für dich, wir machen ein kleines Aufwärmen. 2, 3, 4 Minuten einfach bewegen. Ich sage immer die Übung an, Hampelmann und sowas. Und machst du ja einfach so. So, okay. Bis leichter. Und dann kommt eine Mobi, also 15 Minuten. Heute natürlich auch eine kleine Mobilisierung. Und das heißt, alle Gelenke mal durchbewegen, damit wir vorbereitet sind. Und dann geht das Workout los. Meistens besteht das Workout aus zwischen vier und sechs Übungen. Ja. Und die machen wir hintereinander mit relativ wenig Pause zwischen den Übungen. Okay. Und wenn wir dann diese 4 bis 6 haben, dann kommt eine Pause, dass die erste Runde dann vorbei. Okay. Chiara, bist du soweit? Ja, ich trinke noch einen Schluck. Trink noch einen Schluck, mache ich auch nochmal. Chat, seid ihr soweit für das Aufwärmen? Okay, Chiara, wir fangen jetzt einfach ganz easy an. Du machst einfach so, wie du mitmachen kannst, aber Aufwärmen ist eigentlich relativ chillig. Wichtig ist, immer in Bewegung bleiben. Okay. Das heißt, und wenn du irgendeine Übung, also ich sage irgendeine Übung an, dann wirst du wahrscheinlich nie wissen, okay, wie geht die? Dann zeige ich die einmal vor, aber du machst einfach währenddessen eine andere. Also ich glaube einfach auf das. Ja, oder Hampelmann, oder je nachdem, was du davor gemacht hast. Hauptsache immer in Bewegung, gilt auch für euch, Chat. Hauptsache immer in Bewegung bleiben, damit wir so ein bisschen auf Wärme sind, okay? Und das auf der Stelle laufen, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt auch ganz am Anfang. Okay. Das heißt, einfach ganz easy auf der Stelle laufen und dann machen wir gleich mal Hampelmänner und sowas, ne? Also ganz entspannt, aber es ist trotzdem nicht zu entspannt. Wir wollen nämlich auch ein bisschen warm werden, logischerweise. Vielleicht sogar leicht ins Schwitzen kommen. Und wenn ihr das zu Hause nachmacht, Chat, dann schwitzt ihr wahrscheinlich eher als draußen. Dadurch, dass wir hier viel Wind haben, wird es wahrscheinlich auch noch gehen im Schwitzen. Ja. Das wird ganz okay sein, denke ich mal. Okay, wir gehen jetzt ganz easy in den Hampelmann über. 3, 2, 1, los geht's. Ich habe das Muskelkater noch mal im Training. Sehr gut. Denke ich schon. Scheiße. Nicht so gut. Ganz entspannt. Gut. Manchmal rede ich viel, manchmal rede ich gar nicht. Du kannst aber machen, was du willst. Ich hätte lieber die Schlappe. Du kannst auch jederzeit reden. Vielleicht doch länger oder so. Ja, oder so.
ist natürlich sehr sinnvoll, sich auf die Atmung zu konzentrieren, sich zu fokussieren. Mein Job ist natürlich hier zu unterhalten. Oh, sorry. Auf der Stelle laufen. Wir machen gleich wieder Hampelmann, aber mit den Beinen vor und zurück. Vor und zurück, und die Armbewegung bleibt aber gleich. Okay. 3, 2, 1, los geht's. Beinbewegung bleibt gleich und wir werden die Arme hoch und runter nehmen vor dem Körper. Sieht so aus. Ja, perfekt. Genau. Wenn links vorne ist, ist rechts oben und andersrum. Gut. Wir werden gleich eine Boxbewegung machen, das heißt, die Beinbewegung bleibt gleich. Beide Fäuste vor das Kinn. Und auch wenn links vorne ist, ist die rechte Faust vorne und andersrum. 3, 2, 1, los geht's. Mach einfach, wie du meinst. Sehr gut. Das heißt, du bist schon ein bisschen angewärmt. Bei mir geht das ein bisschen schneller. Ja, das ist super. Je, desto weniger Volumen brauchst du. Mach einfach mit. Für euch natürlich auch, Chat, wie immer. Wenn ihr irgendwie Pause braucht oder so, dann macht sie. Versucht aber trotzdem irgendwie durchzuziehen. Genau, genau so. Macht einfach, wie das passt. Und wir laufen wieder auf der Stelle. Wir werden gleich abwechselnd so ein bisschen Knie heben, das heißt die Knie ein bisschen höher heben und dann hacken an Fersen. Danach. Ich sage einfach an. Gerne leicht nach vorne lehnen, ein bisschen höher die Knie sehen. Okay, wir werden gleich wechseln, Hacken an Fersen. Das heißt, wir ziehen die Hacken immer zum Po nach hinten hoch. 3, 2, 1, los geht's. Genau, einfach so ein bisschen hochziehen, nur so hoch wie ihr könnt. Immer in Bewegung. Sehr gut. Gut. Und du bist schon ein bisschen warm? Ja, sehr schön. Die Atmung ist manchmal das Problem. Ja, voll. Man muss im Gegensatz zu mir nicht reden, sondern fokussieren und immer viel Sauerstoff in den Körper bekommen. Man kann durch die Nase atmen, muss man nicht. Durch den Mund kommt natürlich ein bisschen mehr rein. Und gleichmäßig atmen ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding, weil sonst bekommt man vielleicht Seitenstechen. Und wieder auf der Stelle, ganz easy. Noch eine Minute ungefähr. Okay. Ja? Ich versuch's. Ja, sehr gut. Wir fangen wieder an mit Hampelmänner. Oh, 3, 2, 1, los geht's. Gut. Wir werden gleich auf der Stelle laufen, Hände auf dem Boden, rechter Fuß nach hinten, linker Fuß nach hinten, rechter Fuß nach vorne, linker Fuß nach vorne, aufstehen und wieder Hampelmänner. Okay, ich muss das sehen. Kann genau, so geht's los, zack, Schritt, 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 hoch, Hampelmann. Okay? Okay. Einfach so, wie du kannst, falls ich kann. 3, 2, 1, okay. Zack, hoch, und 3, 2, 1, los. Zack, 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 zack. Und Hampelmann. Sehr gut. 3, 2, 1. Und dann, zack, 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 zack. Und noch zweimal.
3, 2, 1. Eins, okay. Zack, 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 zack. Und die letzten 15 Sekunden haben wir, Männer. Die versuchen schneller zu werden. Ja, versucht, dich umzukippen. Ich versuche. Ja, gut. Mach einfach irgendwie Bewegung. Und die letzten 10 Sekunden noch schneller werden. Jawohl. Sehr gut. Jetzt noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Sehr schön. Seid ihr warm? Chat? Da hinten kommen zwei komplett in weiß. Die Bände. Oh, oh. Ich laufe nur nicht 10 Jahre lang. Chat ist auch warm. Okay. Geht gleich weiter mit einer kleinen Mobi. Wir kennen Mobi schon. Bist du mobil? Bist du flexibel? Bist du? Ich würde sagen nein. Du würdest sagen nein? Ja. Dann schauen wir gleich mal, ob das der Wahrheit entspricht. Ich sage ja immer, so eine Mobi nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Versucht das irgendwie täglich oder regelmäßig zu machen. Ich mache das immer gerne morgens, so 5 bis 10 Minuten. Finde das geil zum den Tag starten, so ein bisschen, ja, ein bisschen Dehnung. Brustöffnung und so weiter. Das finde ich mega geil. Komme ich halt fresh in den Tag. Und dafür braucht man aber auf jeden Fall eine Matte. Was ist das, wenn man jetzt so ein Druckgefühl hier hat? Druckgefühl. Das ist deine Achillessehne, die überlastet ist. Ah ja. Nicht überlastet, belastet ist. Ah ja, okay. So wenn man das nicht, genau, wenn, weil die das nicht gewohnt ist. Ja. Ja. Okay. Das heißt, du wirst auch Muskelkater haben. Und zwar hier Schollmuskel, Wade. Wahrscheinlich, ganz ehrlich, so wahrscheinlich ganzer Körper. Ich glaube auch, ja. Aber zumindest auch noch. Okay, Chat, wir machen jetzt eine Mobi von Schulter, Brustwirbelsäule, Hüfte und Fußgelenk vor allen Dingen auch. Und dann macht ihr natürlich alle so mit, wie ihr mitmachen könnt. Wir stehen erstmal stabil, irgendwas zwischen Hüft- und Schulterweit, leicht in die Knie gehen, Arme rückwärts breiten. Erstmal Schulter, Nacken. Ich meine, das ist eine Sportanlage. Was wollen die denn hier schützen? Dass Leute hier Sport machen? Was soll denn das? Stacheldraht, ey. Naja. Und vorwärtsreisen. Schön stabil stehen. Leicht in die Knie, damit das nicht aus dem Rücken kommt, die Bewegung. Kein Schwung aus dem Rücken. Okay, wir werden uns ganz leicht nach vorne beugen aus der Brustwirbelsäule und dafür die Handrücken zueinander zeigen. Also vorne beugen, Handrücken zueinander zeigen und so ein bisschen nach unten greifen. Kopf hängen lassen, ein bisschen nach unten greifen, genau. Und dann wollen wir nach oben schauen, die Handflächen nach außen, Brust raus und wirklich so schräg nach oben schauen, wirklich alles öffnen. Geht's ja? Ich glaube. Ja, easy. Schulter nach hinten ziehen, nach unten ziehen. Und jetzt wieder die andere Bewegung. Nach unten schauen, Handrücken zueinander. Rein? Ich glaube, da kann man nicht rein. Ich weiß es aber auch nicht, sonst wäre ich auch drin. Aber wenn, dann von der anderen Seite. Also wenn, dann müsst ihr mal da schauen, weil da ist der Eingang. Da am ehesten. So, Handrücken zueinander nach vorne. Greifen, sehr gut. Schön rund machen. Und wieder nach außen. Handfläche nach außen, Schulter nach hinten, nach unten ziehen. Schräg nach oben schauen. Ja, ich habe gerade 2 Tropfen abbekommen. Oh shit. Okay. Nochmal nach unten. Aber ich glaube nicht, dass. Obwohl. Scheiße. Bist du nochmal nass? Oh, no. Nein, aber ich habe gerade die Wolken hier gesehen. Ah ja, okay. Da. Naja. Ah ja, meine Brille hat das auch bekommen. Ja, geil. Okay, alles klar.
Wir wollen wieder stabil stehen. Also jetzt auf jeden Fall schulterweit, ungefähr mattenbreit auseinander. Leicht in die Knie. Beide Hände berühren jeweils die Unterarme. Und dann drehen wir uns von der einen Seite zur anderen Seite, ohne dass die Hüfte sich mitdreht. Das heißt, die Hüfte, genau, zeigt immer nach vorne. Dafür gehen wir in die Knie. Und dann drehen wir uns nur aus dem Oberkörper, aus der Brustwirbelsäule von ein zur anderen Seite. Genau. Spann dein Po an. Hüfte zeigt immer dahin. Genau. Und dann zur anderen Seite. Maximale Drehung, soweit ihr drehen könnt. Aber eben nur aus der Brustwirbelsäule und nicht aus der Hüfte. Und nicht aus der Lendenwirbelsäule. Jawohl. In die Dehnung rein. Zack. Einmal noch pro Seite, rüber und rüber. Cool, wir bleiben so ungefähr so stehen, beide Hände an die Hüfte und dann kreisen wir die Hüfte. Wir führen die maximal nach vorne, das heißt, die Hüftfolge ist jetzt gedehnt, Po ist angespannt und dann nach hinten, nach vorne, nach hinten. Jetzt merkt ihr vielleicht ein Hamstrings oder ein Po, dass da eine Dehnung ist und vorne merkt ihr hier vorne den Hüftfolge. Zack. Leicht jetzt die Balance zu halten. Deswegen, hier, genau, fokussiert auf euch auf euren Punkt, versucht das zu halten, spannt die linke Pobacke an. Gut. Dabei habe ich gerade den. Du hast am Anfang richtig gut gehalten. Ja, oder? Ja. Das ist vorbei jetzt. Dann ziehen wir jetzt das Bein nach hinten, rechte Hand ans rechte Fußgelenk. Jetzt sehen wir es, aber jetzt ist es genauso. Müssen wir auch trotzdem aufpassen. Konzentriert euch auf einen Punkt, Freunde. Jetzt lassen wir den rechten Fuß wieder los, lassen aber den Fuß nicht auf, sondern machen eine Standwaage dreimal. Das heißt, der belastete Fuß ist links und wir gehen mit geradem Rücken nach vorne. Genau, dass wir hier hinten in Hamstrings in Dehnung haben. Wenn wir richtig cool sind, berühren wir mit der rechten Hand den Boden. Nur wenn wir richtig cool sind. Alle anderen müssen nicht berühren. Und dann kommen wir wieder hoch, aber ohne rechten Fuß aufzusetzen. Und dann wieder in die Standwaage. Gerade Rücken, einfach nur runtergehen. Und wenn wir es wollen, dann berühren wir mit der rechten Hand den Boden. Kommen wieder hoch. Und ein letztes Mal. Kommt wieder. Ja, das ist aber auch, ich muss sagen, was denn? Der hat den Fuß tut ein bisschen, aber ansonsten. Okay. So. Ja, aber das Ding ist, der muss halt permanent stabilisieren, weil hier, dieser Boden, ist auch nicht eben. Ja. Und er ist aufschüssig, er ist aufgeht. Ja, und dann gleichzeitig noch hier diese coolen. Ja. Also ist nicht so leicht, gerade wenn man so gewohnt ist. Man muss aber auch sagen, die Schuhe, die du anhast, sind auch nicht die geilsten für Stabilisierung. Aber das ist normal, weil die meisten Sportschuhe sind halt. So, wechseln das Bein, das heißt, wir ziehen das linke hoch. Rechtes Bein durchstrecken, rechte Pobacke anspannen, aufrecht bleiben. Das ist jetzt viel besser. Ja, wahrscheinlich, mein rechtes Bein ist besser, aber so, keine Ahnung. Ja, das ist für viele ist das eine Bein besser als das andere. Ja. Wir ziehen das nach hinten, greifen am Fußgelenk, nach hinten ziehen, auch hier halten. Wir lassen das auch hier wieder los und machen dreimal eine Standwaage. Jetzt bin ich gespannt, ob du es mit dieser Seite hinbekommst. Ich auch. Standwaage, nach unten gehen und nur wenn ihr könnt, mit der linken Hand den Boden berühren und dann wieder hochkommen. Gut, erstmal noch, ja, oh gut, das ist besser als die andere Seite, oder? Ja, aber ich muss mich trotzdem sehr konzentrieren. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch. Runter, wenn ihr könnt, berühren.
gefahren letztes Mal. Sehr schön. Cool. Wir machen jetzt, waren noch drei Übungen oder so, mit rechts einen großen Ausfallschritt nach vorne. Also wir stehen am Rand der Matte, mit rechts einen ganz großen Ausfallschritt, soweit es geht. Und dann gehen wir runter mit der Hüfte, setzen das Knie aber nicht ab. Rechte Hand in die Hüfte rein, linke Hand hoch und dann lehnen wir uns nach rechts. Das heißt, wir öffnen jetzt die linke Körperseite, indem wir uns nach rechts lehnen. Diese Sequenz kennt ihr schon, Chat, wahrscheinlich. Halten noch 3, 2, 1. Linke Hand aufsetzen, noch nicht das Knie aufsetzen. Genau. Und jetzt schieben wir die linke Hüftseite Richtung Boden. Also es, genau, Richtung Boden. So, hier Richtung, ja, ich weiß nicht. So, ich würde sagen, so 3 cm hinter der Hand. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber wir haben auf jeden Fall, wenn das alles klappt, eine Dehnung hier so. Ja, mittlere Oberschenkel bis Hüfte. Irgendwo da haben wir eine Dehnung. Das ist der Hüftbeuger. Genau, da wollen wir den mal ein bisschen strecken. Okay, jetzt setzen wir das linke Knie auf und schieben uns nach hinten und nehmen hier die vordere Fußspitze mit. Ja, genau. Und dann haben wir hier eine Dehnung in den Hamstrings, also hintere Oberschenkel. Wir können uns vorne abstützen, jetzt ist es egal, wenn wir auf den Rücken runden. Wir müssen das aber auch nicht vorne, wir können auch so bleiben, dass wir den Hüftwinkel schließen, genau. Da haben wir hier eine Dehnung. Sehr schön. Und zuletzt strecken, also gehen aufrecht, strecken das Bein komplett, ziehen die Fußspitze weiterhin an. Das heißt, wir verschieben die Dehnung von hier hinten auf so Knie, Kehle, Wade. Das heißt, einfach ein bisschen tiefer runter. Genau. Gleichgewicht, perfekt. Okay, und kommen wieder hoch. Das war die eine Sequenz für die rechte Seite. Und jetzt machen wir die gleiche Sequenz für die linke Seite. Das heißt, mit links einen großen Ausfallschritt, boom! Leicht runter mit der Hüfte. Rechte Hand hoch, linke habe ich gerne in der Hüfte. Und öffnen wir die rechte Körperhälfte, indem wir uns nach links bewegen. Die rechte Hüftbeuge dehnen. Ich habe die linke Hand gerne hier drauf. Man kann die auch auf den Fuß legen, man kann auch theoretisch beide Hände runter. Das ist einfach individuell, wie es einem besser passt. Ich habe es gerne hier und dann damit eindrehen kann. Öffnen wir mal die rechte Hüftbeuge, genau. Und jetzt setzen wir wieder das rechte Knie ab. Und dann gehen wir nach hinten. Bein ist leicht gebeugt. Und wir schließen den Hüftwinkel, genau, also hier zwischen Oberschenkel und Bauch wird geschlossen. Das heißt, wir haben hier hinten den Hamstring so ein bisschen Spannung. Ziehst du, merkst du ein bisschen was? Oh ja. Sehr gut. Ich merke die ganze Zeit. Immer. Ich kann sagen, bleib stehen und stehen. Okay. Naja, dann ist zumindest ein Zeichen, dass die Übungen helfen. Aber es ist auch ein Zeichen, dass du wahrscheinlich sehr verspannt bist. So. Das heißt, du solltest vielleicht ein bisschen was machen. Hast du, jetzt strecken wir mal das Bein wieder aufrecht. Hast du Verspannung generell? Nacken, könnt ihr mir vorstellen, oder Unterrücken ja, oder so? Ja, gerade dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, da ein bisschen was zu machen. Und ja, das ist ja nicht viel, weil Schultersachen sind so 2-3. Wenn man die regelmäßig macht, dann geht die Verspannung eigentlich relativ schnell weg. Vor allem in Kombination mit Krafttraining. Okay. Also das ist schon sinnvoll, da ein bisschen was zu machen. Gerade halt, wenn man eine Bürotätigkeit hat, ne, oder eben viel sitzen muss, jobtechnisch, ja, wie du. Und auch hobbytechnisch, muss man ja sagen. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen nochmal in den Vierfüßlerstand. Ja. Gerade dann ist es eben sinnvoll. Für alle Leute auch, die halt eben viel sitzen müssen und wollen. Genau, Vierfüßlerstand. Wir machen Katze-Kuh, ganz easy. Das heißt, wir gehen ins geführte Hohlkreuz. Schulterblätter zusammen. Genau, und dann schauen wir ganz leicht nach vorne. Also nicht nach oben, sondern ganz leicht nach vorne. Genau, das heißt, wir hängen hier so ein bisschen durch. Eine Kuh und dann machen wir einen Katzenbuckel, das heißt einen geführten Buckel, Hüfte anziehen, Kinn auf die Brust, drücken uns mit der Schulter richtig raus, also in den Boden drücken, richtig rund machen und dann wieder ins Hohlkreuz. Super schöne Übung, super easy, dadurch, dass man 4 Kontaktpunkte am Boden hat, sehr simpel, sehr easy nachzumachen und dann machen wir wieder Katzenbuckel. Und super gut für die Wirbelsäule, weil mal alle Facettengelenke durchbewegt werden.
wenn man es richtig macht, haben wir Halswirbelsäule, nochmal Kuh, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, wird mal alles hier durchbewegt. Gut durchblutet, gut mit Nährstoffen versorgt, richtig gut. Und noch einmal Katzenbuckel das letzte Mal. Alles klar. Wir stehen auf, machen die letzte Übung, ein bisschen für die Fußgelenke, einfach nur kreisen, beide Füße zusammen, mache ich jetzt in letzter Zeit öfter, beide Hände ja, oberhalb der Knie und so ein bisschen Druck nach vorne geben und dann drehen wir uns ganz locker von der einen zur anderen Seite, ähnlich wie das Hüftkreisen nur mit den Knien. Das ist jetzt keine Knieübung, sondern eine Fußmobilisierung. Das heißt, Fußgelenke werden jetzt einmal nach außen gebracht, pronierend nach innen gebracht, supiniert und nach vorne gebracht. Das heißt, wir haben ja sogar da noch eine kleine Extension. Super gut. Und da die Fußgelenke vorzubereiten, gerade auch wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr generell Workout machen wollt oder laufen wollt oder so, dass da die Fußgelenke auch ein bisschen warm sind. Und einmal andersrum kreisen. Zack. Und gerne mit jedem Kreis so weiter nach vorne bringen die Knie. Weil es ist auch nur ein Mythos, dass die Knie nicht über die Fußspitzen dürfen sollen, was auch immer. Das ist nämlich ziemlich gut, wenn die darüber kommen, weil der Quadrizeps gut beansprucht ist. Solange die Hacken auf dem Boden bleiben, das ist wichtig. Die Hacken sollten auf dem Boden bleiben. Ein Kreis noch. Okay, cool. Schütteln wir uns aus. Beide Arme. Und dann sind wir durch mit dem Mobi. Wie geht's dir? Jetzt kommt quasi das Workout. Nein. Wie geht's dir, Chiara? Ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt aufhören würde, würde ich mich gut fühlen, denken. Und jetzt? Okay. Ja, ich kann den Tag heute noch überstehen. Wie geht's euch, Chat? Was ist mit euch? Die Beine im Hintergrund machen mich fertig. Okay, Chiara. Bist du zumindest irgendwie bereit? Auch wenn alles Nein schreit, bist du irgendwie... irgendwas in deinem Körper sagt, okay, lass es, let's go. Zumindest 0,1%. Also ich würde es jetzt machen, also das ist kein Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Übungen durchziehen werde. So nämlich! Ich würde es machen, das reicht mir! Ich würde es mal machen! Ich würde es mal machen, Freunde! Ich habe auch keine Ahnung. Ist egal, wir machen einfach so viel, wie wir machen können. Und dann würde ich sagen, ich würde es mal machen. Ist good enough für diesen Stream auf jeden Fall. Lasst uns die Übung einfach spontan machen. Das ist mir letztes Mal eigentlich ganz gut gefallen. Das heißt, ich sage die Übung an, ich sage die Wiederholungszahl an, wir machen die und danach checken wir die Übung, Wiederholungszahl, machen wir die 5 Übungen oder sowas und dann gucken wir mal, wie es uns danach geht. Okay. Okay? Alles klar. Cool. Okay, Chiara, wir machen Ausfallschritte rückwärts. Das heißt, wir stellen uns am vorderen Rand der Matte und dann werden wir immer mit dem rechten Bein nach hinten, zack, und dann mit dem linken Bein nach hinten. Steht, okay. Easy peasy, würde ich sagen. Ich versuch's mal. Wenn das nicht klappt, sage ich jetzt schon mal, wenn das nicht klappt, haben wir 2 Alternativen. Wir können die entweder in die Front machen, das heißt zack, wieder zurück, zack, oder wir bleiben bei einem Bein und dann gehen dann so hoch runter. Das wäre das Leichteste. Ich würde sagen, wir probieren es. Ja, ich gebe dir Bescheid. Sehr schön. Sehr gut. Ich würde auch sagen, wir machen erstmal 20, 10 pro Bein. Okay. Also 20 Bewegungen quasi. Okay? Okay. Alles klar. Fang an mit dem Bein, was auch immer du präferierst und dann immer Bein wechseln. Oh. Achso, nach jedem Ding. Immer, zack. Okay, also. Alles klar. 3, 2, 1, los geht's. 2. Ist auch ein bisschen Balance mit dabei? Vier. Mein Name ist jetzt... Balance! Nein! So sehen wir uns wieder, Chiara. Ich bin's. Die Balance. 7. 8. 9. Und die Hälfte ist geschafft. 11. 12. 13. 14. 16, noch 2 pro Bein, 17, 18, 19, easy peasy 20 oder was? Ja, easy peasy 20 oder was? Sehr schön. Die zweite Übung machen wir Side Plank, also seitliche Planke, ja, mit der Dynamik oben.
Wir gucken mal, ob wir das schon hinbekommen. Wieder Gleichgewicht, Mancino. Ja, das ist ja, sorry. Ich dreh mal die Matte einfach. Du kannst so, also mach ja, mal, wie du willst. So, ja. Pass auf, ich fange mit der linken Seite an. Die Originalübung ist das hier. Zack. Und dann hier berühren, strecken. Berühren, strecken. Wenn das nicht klappt. Ich geh mal ein bisschen weiter weg, damit ich deine Hand. Easy peasy, genau. Wenn das nicht klappt, dann beugen wir das untere Bein und machen dann so. Okay, also eigentlich. Eigentlich so. Oh, das regnet schon fast an. Ja, ich glaube, ich muss es beugen. Ja, beugen, ja, okay. Dann beugst du einfach. Also. Sehr schön. Und dann mache ich 10 pro Seite und wechseln wir die Seite. Okay. Also 10 und dann wechseln wir. Ja. Jetzt fängst du tatsächlich an. Wir machen aber so lange, wie wir Bock haben. Ja. Wahrscheinlich wird es jetzt keine 5 Runden Challenge. Wahrscheinlich. Oh, na, gucken wir mal. Okay, jetzt geht los. 3, 2, 1. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und Seite wechseln. Rotiert. Hier schön im Regen. Und 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy oder was? Geht ja wahr. Als drittes werden wir so Tippelschritte machen. Und zwar stehen wir dafür ein bisschen, ja, bisschen weiter Schulterweit vielleicht sogar. Füße leicht nach außen, Arme nach vorne. Und dann werden wir immer auf der Stelle so richtig wie ein Footballer. Kannst du das so machen? Und los geht's. Boom. Durchziehen. Ja. Das ist sogar echt ziemlich schnell. Okay, cool. Nicht nachlassen mit der Geschwindigkeit. Ja, schön. Weiterziehen. Noch 20. Sehr schön. Leicht nach vorne lehnen. Perfekt. Noch 15. Ich kann es nicht übertreten. Ja, komm. Komm schon. Noch 10. Komm. Komm, ja. Noch 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Scheiße! Guck mal, zieht schon weg. Und aber gleich kommen Regenbogen hinter uns. Weil wir da produzieren, Chiara! Wir beide! Ja! Jawohl! Okay, die nächste Übung. Wir gehen in den Stück. Werden wir immer mit der rechten Hand diagonal den linken Fuß oder mit der linken Hand diagonal den rechten Fuß berühren. Also pass auf, sieht so aus. Schütz gehen, aber nicht den Liegestütz, sondern ruhig weit, hoch und dann gehen wir hier runter, berühren, wieder runter mit dem Po. Berühren, wieder runter. Okay. Genau. Und dann machen wir 20 Berührungen, also 10 pro Seite. Okay. Alles klar. Geht, Chiara. Ja. Stütz. Gerne die Finger spreizen. Gehen auch für euch zu Hause, damit ihr ein bisschen mehr Druckfläche habt auf den Händen. Okay. Füße gerne weiter auseinander. 3, 2, 1. Los geht's. Bleibt man dann oben. Das geht nicht, wenn man versucht zu punchen.
der Stützpunkt ist eigentlich nur, Hüfte ist auf dem Boden, klar, und dann nur noch die Ellbogen. Und dann zieht man die Schulterblätter nach hinten zusammen, im Hohlkreuz und hält die Rückenposition. Wir werden ungefähr 30 Sekunden halten. Okay. Okay? Das wird die vorletzte Übung sein, der Runde. Ja, okay. Und dann danach noch eine, haben wir eine Runde geschafft. Oder hast du schon, was wir danach machen? Das Gleiche. Das Gleiche in der Zeit. Achso, du meinst du? Da kommt noch eine Übung danach. Also nach dem machen wir eine noch. Das ist dann die erste Runde gewesen. Okay. Und dann machen wir immer das Gleiche. Immer stumpf das Gleiche. Ist auch nur grinden. Okay. Viele denken ja, Sport ist immer Abwechslung und immer Spaß. Und nee. Immer Spaß. Es ist null Spaß. Es ist immer wieder das Gleiche, damit man besser wird. Es ist halt nur grinden. Es ist das Schlechte in einem Rollenspiel. Ja. Es ist nur das Schlechte. Man hat irgendwann die Ergebnisse, klar. Ich sag mal, wenn man Level 60 ist, hat man Ergebnisse. Bis dahin ist nur grinden. Man hat keinen Spaß. Man hat nie Spaß. Ich habe das Gefühl, du motivierst gerade Leute nicht, um wenig Spaß zu machen. Naja, man muss aber selbst so ein bisschen Bock drauf haben auf den Grind. Ja. Das ist das Ding. Zack. Und dann ungefähr 45 Grad. Und dann Hohlkreuz. Genau. Und dann drücken wir die Ellbogen in den Boden rein. Aber crunch nicht hoch mit dem Bauch. Ja, genau so. Und dann leicht mit dem Kopf. Aber was hat der Kopf auch? Ja, genau, leicht hoch. Merkst du ein bisschen was? Oh ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich wirklich hochheben kann. Das ist, was ist überhaupt so? Macht man mehr ein Hohlkreuz? Ja, gut. Und so, das ist schon die Übung. Zieh die Schulter richtig weit nach hinten Richtung Boden. Okay. Gut. Sehr schön. Okay. Du hast schon angefangen. Ich auch. Noch 20! Los, Chat! Ja. Schön die Schulter nach hinten ziehen, Schulterblätter anspannen, Brust raus. Oh. Wenn man es richtig macht, brennt es richtig doll. Aber nicht im Bauch. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Wir machen jetzt. Ich weiß es jetzt. Beide Füße zusammen. Beide Füße zusammen. Nicht ausrutschen gleich. Wir springen beidbeinig vor und zurück, rechts und links. Das haben wir Sophia letzte Woche gemacht. Das war richtig geil. Das ist auch anstrengend. 30 Sekunden ungefähr. Wenn Chino sagt, das ist richtig geil, dann ist es mega anstrengend. Nee, das macht nicht Spaß. Pass auf. Und zwar, also sieht so aus. Vor, zurück, rechts, links. Vor, zurück, links, rechts. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Okay? Okay. Alles klar, ja. 3, 2, 1, los geht's. Vor, zurück, Seite, Seite. Vor, zurück, Seite, Seite. Vor, zurück, Seite, Seite. Zurück, nicht ausrutschen. Vor, zurück, Seite, Seite. Vor, zurück, Seite, Seite. Vor, zurück, Seite, Seite. Gleich wechseln, gleich rückwärts. Hinten nach vorne, Seite, Seite. Hinten nach vorne, Seite, Seite. Hinten nach vorne, Seite, Seite. Hinten nach vorne, hinten nach vorne. Und gleich wieder wechseln. Vorne, Seite, Seite. Vor, zurück, Seite. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, wieder wechseln, nach hinten, nach vorne, nach hinten, vorne, noch 10 Sekunden, nach vorne und wechseln, vor, zurück, und letztes Mal wechseln, hinten, vorne, zack, hinten, vorne, zack. Ist, wenn du gewohnt bist, nicht zu frühstücken, dann jetzt zu frühstücken, ist wahrscheinlich keine gute. Okay. Also war eine gute Option, wenig zu essen. Okay. Vielleicht wären aber, ich sag mal, zwei Bananen besser gewesen. Also ja. Ich kann es aber auch nicht, das ist individuell, das musst du halt im Endeffekt entscheiden, ne? Ja, für das nächste Mal. Ne? Ja, im Endeffekt ist es halt Try and Error, ist halt immer so, auch mit Essen, was essen und so. Chiara, was hältst du davon, wenn wir das Ganze noch zweimal machen? Was? Noch zweimal. Ich gehe denn jetzt schon vor Müdung. Noch zweimal! Was denkst du? Was denkst du, Chiara? Wieso? Was denkst du, Chiara? Ist irgendwas in deinem Körper, das sagt... Was ist denn bei dir das Ganze noch? Naja, das war eine Runde.
Hey, bist du bescheuert? Jet, das war eine Runde. Wie, jetzt ist alles nochmal, oder was? Aha, nein. Ich gehe jetzt schon. Aber F für Chiara für die zweite Runde. Wir haben dir richtig Bock für die zweite Runde jetzt nochmal. Gib mir mal 2 Millionen S für Chiara für die zweite Runde. Nein. Da kommen die S, Chiara. Die wollen alle, dass du mitmachst. Power. Oh nee, Gino, echt, ich bin mega fertig. Ich hab Hunger. Ist ein bisschen übel, lieber nicht. Okay, dann schlage ich dir vor. Ich würde wahrscheinlich trotzdem die zweite Runde machen. Und du überlegst dann bei jeder Übung, kann ich es machen oder nicht. Ich kann schauen, ob ich dann einsteige. Ja, genau, das meine ich, genau. Also du kannst jedes Mal bei jeder Übung sagen, bis ich die 28 habe, mache ich zwischendurch ein, zwei oder nicht. Das ist dir überlassen. Für euch gilt aber, ihr macht auf jeden Fall so lange mit, bis ich die 28 in einer Übung geschafft habe und dann wechsle ich danach die Übung. Okay. Okay? Ja. Du machst einfach mit, wie du willst und kannst. Ihr macht immer sofort mit. Okay? Das finde ich fair. Du machst einfach so, wie du machen kannst, wie du machen möchtest. Also ich setze dich erstmal hin und dann. Du setzt dich erstmal hin, chillst und du schaust erstmal, was deine Lieblingsübung ist und dann kannst du gleich gucken. Ja. Du kannst aber gerne für mich zählen, wenn du möchtest. Okay. Ich mache 14 pro Bein. Okay. Also 28. Okay? Ja. Es geht los in der zweiten Runde. Ihr macht 28, also 14 pro Bein, Leute. 3, 2, 1, es geht. 1. 3, 4, 5, gut. 6, gut. 7, ja. 8, guck mal, nur noch 20. 9, 10, 11, 12, 13, 14, easy Hälfte. 15, was ist los? 28. Das war schon. Wir machen noch 2. 29. 30. Auch mal schön dich, Torben, zu sehen. Scheiße! Beintraining! Krass ist. Machst du nicht so viel Beintraining? Nee, ich mach seit 2 Jahren kein Beintraining mehr. Warum? Kein Bock. Beintraining ist nur für Loser, Chiara. Ah ja, okay. Das wissen wir alle. Was ist die zweite Übung gewesen? Die Planks. Die Side-Plank. Okay, 28 pro Seite. 28 pro Seite? Komm, sind wir nicht im Ponyhof-Welt, ne? Okay, 28 pro Seite, das wird jetzt nochmal anders krass. 3, 2, 1, los geht's! 1, 2, ich sehe aber durch mehr Geschwindigkeit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Alter, 10, jawohl! 28 auf der anderen Seite, Freunde. 3, 2, 1, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Übung. 58 Sekunden ist aber Hölle. Diese Übung kann ich nicht. Ja, die ist hart. Wenn das zu schwer ist und ihr die zu Hause nachmachen wollt, beugt einmal das untere Bein, dann geht das. Chiara Counting App. Dieses andere Geschäftsmodell. Können wir das einfach machen? Du zählst was da.
machen diese Football-Übung 8-5 Sekunden. Ihr macht alle mit! Wer irgendwer von euch macht Pause? Ich glaube, es hackt. Okay, 8-5 Sekunden. Zählst du runter? Okay. Scheiße. Dann wird, pass auf, dass der Mund nicht trocken wird. Ja, ja. 3, 2, 1. Los geht's. 58. 57. Wie, du kannst doch nicht die erste Sekunde mitzählen. 55. Wir sind doch jetzt bei 54 schon. 53. Du kannst doch nicht die... 51. 50. Schneller. 49. 48. 47. 46. Komm schon. 45. 44. 43. 42. 41. 40. 39. Was? 38, Eismann. 37. Wo wir 34, 33. Wo ist er? 32. Lässig. 31. 30. Oh Gott, ja. 29. 28. Wo war ich? 25. 24. 23. 28. 25. 21. 20. Komm schon, 19. Wir ziehen jetzt durch. 18. 17. 16. 15. 14. 12, oh Gott! 11, Gott. 10, meine Waden! 9, ah. 8, ah. 7, komm. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich muss sagen, ich habe ein paar Sekunden übersprungen. Aber vielleicht auch besser so. Oh Gott! Ah, eine Minute! War ja voll der Krabbe. Das war nicht mal eine Minute! Das war sogar weniger. Ach, ja. Oh Gott. Okay. Jetzt bist du auch platt? Jetzt kann ich wieder. Ach, jetzt kannst du wieder? Jetzt kann ich wieder. Ich brauche nur kurz 10 Sekunden. Wir machen jetzt diese Stütz... Nee. Diese Stützübung haben wir auch gemacht. Na? Stützübung? Die hätten wir, glaube ich, davor gemacht. Ja, dieses... Liegestütz und dann Fuß berühren. Achso, ja, da habe ich ja. Und dann am Ende noch springen. Oh Gott! Okay, Chat, Stütz. 14 pro Bein, also 14 mal pro Fuß berühren. 28 insgesamt. Da mache ich jetzt noch mit. Ja? Oh! Okay, fucking Gino F für Chiara, dass sie jetzt mitmacht. Obwohl sie nicht mehr kann, obwohl sie nicht so gut geht. Ja. Ich will das fetteste F für Chiara sehen, was sie aufbringen können, Freunde. Sie macht jetzt den Stütz mit. Ob ich hier den ganzen Park zusammenschreie, ist mir egal. Da kommen die F zu dich, siehst du die? Siehst du das, den Salatinen nee, Gino? Siehst du das, Chiara? Ich glaube, dein Bildschirm ist so dunkel. Stimmt. Sehr gut, die sind alle bei dir. Also 14 pro Fuß. Jetzt kann ich auch wieder zählen. Ja, du machst aber so viel, wie du kannst. Ihr macht alle gefälligst mit. Du machst aber so viel. 3, also wir gehen in Position, 3, 2, 1 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 schon geschafft. 14, Hälfte geschafft. 20 und letzter. Jawollo! Gut, alle durchgezogen. Sehr gut. Wir machen jetzt nur noch zwei Übungen, die letzten beiden der Runde. Das ist einmal der Stütz. Und ich fürchte, das sind wieder 58 Sekunden. Und am Ende die Sprünge. Das werden dann einfach 58 Sprünge sein. Sehr gut. Sehr gut.
Sport zu trainieren ist super. Nicht nur geil für Kampfsportler, die müssen das sowieso, aber auch für den Alltag. So abgeschwächt, es kann nicht mehr mit dem Nacken konkurrieren. Deswegen sind wir in einer Position. Für das Trainieren können wir ein bisschen rauskommen aus der Position. Rauskommen. Gleichzeitig das Ideen raus. Das ist so ein bisschen geiler, auch wenn man irgendwie einen Spannungskopfschmerz hat oder was. Wenn man das hier draußen ist, dann kommen wahrscheinlich auch weniger Kopfschmerzen mit. Also es ist wirklich ohne Witz sehr, sehr gut. Okay. 58, das wird nochmal anders krass. Kreuzschulter runterziehen und dann 3, 2, 1, wir halten hoch. Ellbogen zusammenziehen, Schulterblätter nach hinten, Brust raus, nach vorne. Ja, leichter schräg vorne gucken, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen 8 Sekunden. Also denkt dran, nur Hüfte und Ellbogen und Füße berühren den Boden, nichts anderes vom Rücken. Das ist wirklich schönes Brennen hinten im oberen Rücken, im Hals, nicht so sehr im Bauch. Denk dran, das ist keine Bauchübung. Das ist eine Übung für den hinteren Rücken. Oh Gott, das brennt so am Hals. Ja. Okay. Noch 25 würde ich sagen, weiß ich nicht genau. Da muss ich mich selbst auch konzentrieren, wieder in die Position zu kommen. Noch 20. Kommt schon, Chad. Kommt, ja. Durchziehen, Hals. Merken. Oh, komm schon. Oh, ich würde sagen, vielleicht noch die letzten 10. Wir müssen selbst aber hochraffen. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krass, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass es nicht mehr. Nee, nee. Aber. Ich habe was so angefühlt. Ja, auf jeden Fall war es länger. Also, Gefühle. Aber krass. Das hier, wenn man es öfter macht, dann das hier hinten auch. Mega Übung. Und das ist so, so krass, man braucht halt nichts dafür. Man braucht halt nicht mal eine Matte. Man legt sich einfach hin, sagt, super easy. Also trainiert auch in den oberen Rücken. Wie gesagt, kann man ganz easy zu Hause nachmachen. Oh. Was man auch zu Hause nachmachen kann, sind natürlich alle Übungen. Und vor allen Dingen auch die letzte hier. 58 Sprünge jetzt. 58 Sprünge? Ja, aber es wird nicht so viel sein. Das ist im Endeffekt 4 ist ja eine Sequenz. Ach so, das war das. Ah, ja. Das heißt, im Endeffekt sind es dann auch nur 10, 14, 16 Sequenzen. 15 Sequenzen. Okay, ich mach so lange, bis du die 58 hast. Fällt es ja für Chiara hier, dass sie ja nochmal durchzieht. Ist das nicht krass oder was? Die zieht es einmal durch. Bis du die 58 hast, ja, okay. Die zieht es einmal richtig krass durch. Ah, sehr gut. Okay, Leute, 58 Sprünge. Ich glaube, das ist nicht so viel. Wir schaffen das. Also vor, zurück, seitlich, vor, zurück, seitlich. Und nach irgendwann, ist auch scheißegal, Sprünge aber 3, 2, 1, los geht's. Zack. Verdammt, du springst ja genauso schnell wie ich. Ja, du machst sie auch. Zack. Und nach hinten. Nach hinten. Vor. Ich hab nicht mitgezählt. Egal. Ich mach einfach irgendwie. Ich mach einfach ein paar mehr. Keine Ahnung, ich spring irgendwie. Ich hab keine Sequenz mehr. Ich hab auch keine mehr. Okay. Ich mach jetzt noch 10 Sequenzen. Und jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das war's. Heute werde ich richtig viel essen. Sehr gut. Und hoffentlich auch gut schlafen. Oh, ich glaube schon. Das war das Training, Freunde. Das war das Training heute. Chiara, noch fettes F, dass sie sich nach der Hälfte nochmal entschieden hat. Ich mache jetzt mit. Ich mache jetzt einfach mit. Ist das nicht krass? Danke, Gino. Danke, Chiara. Fettes, da kommen die fetten Fs, Chiara. Die sind alle für dich.